So, ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem ersten Community Talk Video. Ich habe mit Peter gesprochen. Ich hoffe, es gefällt euch, dass ihr einen Einblick bekommt in die Welt, wie Peter investiert und wie er Altersvorsorge betreibt. Viel Spaß. Ja, lieber Peter, dann herzlich willkommen heute beim ersten Community Talk. Es ist schön, dass du dabei bist. Du bist ja auch sozusagen schon ein Leser oder nicht ein Leser, ein Zuschauer der ersten Stunde. Ja, das kommt hin. Mir ist der Kanal damals aufgefallen und ich habe mir gedacht, wow, ist mal was Neues. Es gibt viele YouTube-Kanäle, die einem echt toll die Basics erklären, aber dass jemand mal sein Schema beispielhaft abarbeitet, das ist was Neues. Ja, super, dann freut es mich ja, dass ich dich gewinnen konnte als Zuschauer. Wir wollen heute in dem Community Talk natürlich darüber sprechen, über das, was uns brennend interessiert, Altersvorsorge. Heute wollen wir einfach mal darüber sprechen, wie du das Thema Altersvorsorge angehst und was du bisher so gemacht hast. Wenn du möchtest, kannst du dich jetzt gerne einmal vorstellen. Ja, hallo, mein Name ist Peter Mörkle, ich bin 30 Jahre alt und ich komme aus der Nähe vom schönen Donauwörth in Bayern. Ja, sehr schön. Und beruflich machst du was, wenn du das kurz erzählen möchtest? Also ich bin gelernter Chemielaborant und halb studierter Chemiker. Ich habe 3 Semester angewandte Chemie studiert und dann erfolgreich abgebrochen. Und ich arbeite in der chemischen Analytik hauptsächlich. Ah, okay. Na, dann vielleicht werden wir das auch ein bisschen bei deinem Depot auch sehen, wie du so investiert hast. Ja, dann erzähl mal, Peter, du bist 30, hast jetzt also noch 37 Jahre bis zur Rente, offiziell. Und wie gehst du das ganze Thema Altersvorsorge eigentlich an oder wie bist du es bisher angegangen? Ich habe von früher, wo ich noch ein Kind war, haben meine Eltern für mich, wie es damals üblich war, wahrscheinlich ein Sparbuch angelegt. Und das ging dann, als es die gab, über zu Sparplänen mit Riester-Förderung. Was man halt so im ersten Augenblick ja, machen kann, was einem sinnvoll erscheint. Ich bin allerdings mittlerweile dazu übergegangen, dass ich meine Altersvorsorge komplett selbstständig zu managen versuche. Also ich gehe tatsächlich vom Worst Case aus, dass ich von Vater Staat irgendwann nichts zu erwarten habe. Okay, das bedeutet aber auch, dass du, zahlst du aktuell noch in deine ganzen Riester-Verträge und Bausparverträge ein? Der Bausparvertrag, der ist praktisch so meine Kriegskasse, also praktisch eine Bargeldreserve für große Käufe, also auch für Aktienkäufe natürlich. Was meinen Riester-Plan angeht, den habe ich tatsächlich auf Eis gelegt, weil ich für mich finde, er rentiert sich einfach nicht mehr. Ah, okay. Also und dadurch, dass du das jetzt alles selber in die Hand nimmst, wie gehst du vor? Also was ist deine Strategie, weil du der Meinung bist, du bist besser als die normale Rentenversicherung? Ja, also ich bin jetzt seit, sagen wir etwa 5 bis 6 Jahren, bin ich Aktionär. Habe damals angefangen und habe im Laufe der Zeit natürlich auch meinen Investmentprozess entsprechend auch immer weiter verfeinert. Also ich habe angefangen mit großen bekannten Firmen wie Allianz und BASF, die klar großes Unternehmen schütten Dividenden aus, sind recht solide und die wird es wahrscheinlich auch bis zu meiner Rente noch geben. So mein Kalkül bin ich jetzt dazu übergegangen, auch in Unternehmen zu investieren, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat, wo ich mir allerdings ja doch ein gutes Ergebnis verspreche. Ja, ich verstehe. Das ist das Thema. Aktive und passive Fonds auch für dich ein Thema in Bezug auf die Altersvorsorge oder bist du wirklich davon überzeugt, dass du mehr als, ich sage jetzt mal, man geht ja davon aus, der Markt steigt zwischen 7 und 9% pro Jahr, dass du langfristig mehr als das erwirtschaften kannst? Ich hatte einmal einen aktiv gemanagten Fonds, das war auch noch so zu meiner Anfangszeit, mittlerweile nicht mehr. ETFs benutze ich tatsächlich, um sagen wir, große Megatrends abzubilden, zum Beispiel die Wasseraufbereitung und andere große Trends natürlich, wo ich als Einzelne, sage ich jetzt mal, wo ich mir einfach nicht die Fachkompetenz anmaße, selber entscheiden zu können, welche von diesen Firmen, die vielleicht in diesem speziellen ETF drin sind, es in weiterer Zukunft noch geben wird, also welche sich am Markt bewähren. Ja, das ist eigentlich ein guter Punkt. Finde ich eigentlich auch sehr sinnvoll. Also man sagt ja immer, man soll in seinem Circle of Competence investieren, also in dem, was man auch versteht. Und
dieses ganze Thema Wasseraufbereitung steckt ja eigentlich noch in den Kinderschuhen. Genauso wie viele davon ausgehen, dass das ganze Thema Big Data noch in den Kinderschuhen steckt. Und da ist die Möglichkeit zu sagen, man geht über einen branchenspezifischen ETF oder auch einen Fonds natürlich deutlich besser die Chance, dass man dort eine positive Rendite erwirtschaftet als von kleinen, jungen Start-up-Unternehmen oder wie siehst du das? Ganz genau. Es gibt ja auch gerade in der Wasseraufbereitung, bleiben wir mal bei dem Beispiel. Es gibt bestimmt auch noch viele Firmen, von denen ich noch nie gehört habe, in die man vielleicht auch nicht so einfach investieren kann. Und natürlich die bange Frage ist immer, welches von diesen Unternehmen wird es am Ende packen. Da fehlt, glaube ich, einem Kleinanleger, der ich ja bin, fehlt da wahrscheinlich die Einsicht. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, wenn man über die ETFs dieses große Bild oder diese große Branche abbilden kann. Ich verstehe. Siehst du dich denn eher als Investor oder als Spekulant? Ich sehe mich als Investor. Okay, das finde ich ja schon. Also langfristige Anlage ist genau dein Ding. Jetzt ist natürlich auch die Frage, investierst du über Aktiensparpläne oder kaufst du wirklich Einzelwerte? Oder wenn du auch ein ETF kaufst, kaufst du dann zum Beispiel ab einer gewissen Summe X? Bei ETFs habe ich tatsächlich tendenziell eher Sparpläne, außer wenn ich mal sage, okay, ich habe hier einen bestimmten Betrag, den ich jetzt irgendwo anlegen will. Wenn ich gerade kein Unternehmen an der Hand habe, das mich interessiert, dann investiere ich es in einen ETF. Oder es gibt zum Beispiel auch, viele kennen vielleicht Plattformen wie Bondora mit ihrem Go and Grow Programm, wo man Geld doch zwischenzeitlich recht gut parken kann und man in der Zwischenzeit doch täglich Zinsen darauf bekommt. Ja, also mit dem Thema P2P habe ich mich noch nicht wirklich beschäftigt. Ich traue dem ganzen Braten irgendwie noch nicht. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen zu skeptisch der ganzen Sache gegenüber. Aber natürlich ist das natürlich auch wieder ein Thema, was man in die Asset Allocation mit einbringen kann. Wenn du sagst, dass du über Sparplan ETFs kaufst, Einzelaktien ist dann für dich nicht über Sparplan ein Investment Case. Tatsächlich doch, es kommt darauf an. Ich habe zum Beispiel, ich wollte zum Beispiel auch Positionen aufbauen für Alphabet, also Google und Amazon. Jetzt weiß jeder, der sich mit der Materie auskennt, die Aktien sind recht teuer. Über Sparpläne konnte ich da mal sagen, gut, ich kann mir leisten, eine kleine Position von 300 Euro darin anzulegen. Ja, also ich finde auch, klar, man hat die Gebühren. Die Gebühren sind ja auch tendenziell teurer, wie als wenn man eine große Summe anlegt. Aber man hat natürlich den Vorteil, man kann aktiv am Aktienmarkt teilnehmen. Und ich finde es immer ziemlich anmaßend zu sagen, ich kann Markttiming betreiben. Also du hast ja mitbekommen, selbst bei uns auf dem Kanal, wir versuchen ja immer günstige Aktien zu kaufen, also Qualität zum guten Preis. Aber es ist unheimlich schwer, das Markttiming zu treffen. Also ist für dich auch so, dass du sagst, Markttiming bekommst du nicht hin, deswegen lieber sofort investieren und liegen lassen, als einen Monat zu warten. Verstehe ich das richtig? Nein, nicht ganz. Also ich habe jetzt die Sparpläne habe ich jetzt halt genannt, weil das Beispiel gerade aufkam. Aber tendenziell investiere ich mein Geld zum größten Teil in Einzelwerte, für die ich dann tatsächlich auch eine Analyse mache im Rahmen meiner Möglichkeiten halt. Und dann sage, okay, das Unternehmen X ist mir ein Preis Y wert. Okay, und dann bist du da auch nicht, also kompromissbereit. Ich sage jetzt mal, wenn du annimmst, Unternehmen X ist dir 100 € wert, die Aktie. Wenn die Aktie dann auf 102 wieder runterkommt, würdest du dann investieren oder würdest du dann wirklich sagen, nein, 2% über dem, was ich ausgeben möchte, bin ich nicht bereit auszugeben? In der Regelfall ist bei mir der Preis Y, den ich genannt habe, eher eine Spanne Y. Also ich bin da auch ein bisschen kulant. Man darf nicht immer alles so eng nehmen. Was wir machen, wir können ja nicht festlegen, was ist das Unternehmen jetzt genau wert. Wir legen ja im Prinzip auch mehr oder weniger Preisspannen fest, die für uns akzeptabel wären. Genau, also da gehe ich auch voll mit dir mit. Was mich jetzt natürlich oder natürlich auch die Zuschauer heute interessiert, ist natürlich dein Depot. Du hast mir vorab dein Depot zugeschickt. Ich sehe aktuell 17 Werte drin. Was ich interessant fand, du hast, also ich nenne sie mal kurz für alle, die nur zuhören. Also wir haben Activision Blizzard, die Allianz, Amazon, Apple, BASF, Berkshire Hathaway, Disney, Games Workshop, Gilead Science, Henkel, Microsoft, Nvidia, Ryanair, Softbank, Take-Two, United Technologies und Wirecard. Dann hast du gerade gesagt, dass du investiert hast über Sparplan in Alphabet. Aber ich sehe Alphabet gar nicht mehr in deinem Depot. Warum hast du Alphabet nicht mehr im Depot?
Ah, da muss ich einen Fehler gestehen. Ich glaube, das habe ich einfach vergessen, dir zuzuschicken. Also Alphabet ist noch in meinem Depot. Ah, dein Glück, weil, also ich finde, es ist ein tolles Unternehmen und natürlich YouTube gehört und das, was wir hier machen, läuft ja über die Plattform YouTube. Wir gehören ja auch mit zu Alphabet. Okay, ich verstehe. Dann hattest du ja mal in meiner Rubrik Quick Check gefragt nach Games Workshop. Das finde ich ziemlich interessant, weil es ist ja doch schon eine sehr, sehr nischenreiche Firma. Wie bist du auf Games Workshop eigentlich gekommen? Ja, genau, Games Workshop ist praktisch, also in seiner wirklich sehr, sehr engen Nische im, sage ich mal, Spielzeugmarkt ist Games Workshop praktisch der Marktprimus schlechthin für Tabletop Games. Und an Games Workshop geraten bin ich tatsächlich über ein Videospiel. Das war damals von, ich glaube, 1994 oder 1997, ich weiß gar nicht mehr so genau, von Relic Entertainment Warhammer 40k, Dawn of War. Also Strategiespielfans der alten Schule wissen, was ich meine. Und das läuft über die Lizenz von Games Workshop für ihr Warhammer 40k-Universum. Ja, das Spiel kenne ich auch noch. Okay, also ich verstehe, du, wenn du Aktien aussuchst, also du hast ja hier wirklich ein breites Spektrum von A wie Activision bis W wie Wirecard, ist alles dabei. Wie gehst du denn vor, wenn du sagst, ich möchte jetzt eine Aktie kaufen oder wie schafft es ein Unternehmen auf deine eigene Watchlist? Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also, wie du ja auch, wir sind auf diversen Communities unterwegs. Ich bin auch bei Aktie mit Kopf auf Facebook oder Dividendenstrategie, beziehungsweise dann von Jonathan Neuschler, der Blog, alle Aktien, wo man immer wieder interessante Unternehmen vorgestellt bekommt. Die Community selber gibt immer wieder Vorschläge. Dann natürlich diverse Stock-Screener, zum Beispiel Finnwitz oder Barchart. Oder andere Artikel, also völlig unterschiedlich, wie ich an Ideen komme. Ah, okay, aber was mich jetzt natürlich ein bisschen traurig macht, du hast ja Modern Value Investing als Quelle gar nicht genannt. Verzeihung, Asche auf mein Haupt. Alles gut. Ja, also ich mache es eigentlich auch eher so, dass ich gucke immer so ein bisschen, was mir gefällt. Mir ist ja auch immer wichtig, merkt man die Gesamtkapitalrendite. Dann natürlich auch möchte ich Qualität zum guten Preis finden. Für mich ist immer qualitativ hochwertige Unternehmen sind zum Beispiel Unternehmen, die eine gering schwankende operative Marge haben. Also Unternehmen, die langfristig Gewinne erzielen. Investierst du in junge Unternehmen, die auf den Markt kommen, also direkt bei IPO, die vielleicht noch Verluste erwirtschaften? Weil ich möchte ja zum Beispiel, dass ein Unternehmen, ich möchte in nichts investieren, was Verluste investiert, weil ich gebe dem Unternehmen Geld und ich erwarte von Anfang an, dass sie sinnvoll mit dem Geld wirtschaften. Natürlich kann man jetzt sagen, Investitionen ist sinnvoll, aber ich möchte trotzdem einen Return on Investment haben auf mein Geld. Ja, also meine Hauptstrategie zielt natürlich auch darauf ab. Ich möchte Unternehmen, die gut finanziert sind, die solide sind, die ein stabiles Management, ein klares Geschäftsmodell haben und nach denen suche ich auch explizit. Junge Unternehmen direkt habe ich jetzt noch keine gekauft. Ich habe allerdings, ich habe praktisch einen Bogen geschlagen, indem ich zum Beispiel Aktien von der japanischen Softbank gekauft habe, die ja wirklich sehr stark in diese jungen Unternehmen investiert und die vor allem ja die Finanzkraft haben, sehr viele von diesen Firmen zu stützen. Wenn da ein, zwei Gewinne dabei sind, ist es, man kann sagen, es ist eine Spekulation, ja, das darf man sich dann allerdings auch mal gönnen, bin ich der Meinung. Ja, am Ende ist ja das Schöne, du investierst ja hoffentlich dein eigenes Geld und auch keinen Aktienkauf auf Kredit und somit kannst du ja auch völlig frei entscheiden, was du kaufst und was nicht. Jetzt ist natürlich auch meine Frage, wie viele Käufe planst du immer so? Also planst du jetzt, dass du jetzt ganz explizit sagst, wenn ich jetzt Geld habe, dann kaufe ich das Unternehmen? Oder hast du eine Richtlinie, dass du sagst, ich möchte im Jahr zum Beispiel 2019 fünf Aktien kaufen? Also wie ist der Abstand zwischen deinen Aktienkäufen? Recht unterschiedlich. Es ist mir tatsächlich wichtig, ich möchte, da kann ich jetzt das Schlagwort von Modern Value Investing wieder benutzen, ich möchte Qualität zum guten Preis und ich warte dann auch, bis der Preis meines Erachtens für das, was das Unternehmen bietet, gerechtfertigt ist. Okay, wie handhabst du Dividenden? Also es gibt ja immer viele, die sagen, ich bin Dividendeninvestor, ich
lebe nach der Dividendenstrategie. Wie machst du es mit Dividenden? Tust du die immer direkt wieder reinvestieren ins selbe Unternehmen, um den Zinseszinseffekt möglichst passabel mitzunehmen? Oder wie machst du es? Dividenden, ja, also ich sammle die natürlich und ich investiere sie nicht zwangsweise in das Unternehmen, das die Dividenden ausgeschüttet hat. Ich nehme auch ab und zu dann Unternehmen, die ich jetzt gerade einfach interessant finde. Oder falls überhaupt nichts Interessantes gerade rumliegt, lege ich das Geld auch beiseite. Okay, dann natürlich, was interessieren wird, ist, was war eigentlich deine erste Aktie, die du gekauft hast und warum? Eine meiner ersten Aktien war die Allianz, also die große Versicherungsgesellschaft, kennt wahrscheinlich jeder, basierte damals auf einem der ersten Bücher, die ich gelesen habe, wie man als Anfänger praktisch an der Börse umgeht. Da war zum Beispiel auch ein Tipp, ja, in die großen Spieler zu investieren, die sich schon lange am Markt bewährt haben. Da war Allianz praktisch meine erste Wahl. Ich verstehe. Und was war bis jetzt dein bestes Investment und dein schlechtestes? Mein bestes Investment bisher, trotz Rückschlag, ist immer noch Nvidia, wo ich recht früh mit dabei war. Und mein bisher schlechtestes Investment ist tatsächlich die Henkel AG. Aber du hältst fest, auch obwohl sie jetzt gesagt haben, langfristig soll das Umsatz- und Gewinnwachstum abflachen, hältst du fest an Henkel oder bist du wirklich am Überlegen, da jetzt ein Buyout zu nehmen, Verluste mal auch mal zu realisieren und neu zu investieren? Nein, tatsächlich nicht. Erstens habe ich gehe bei jedem Investment gehe ich ein bestimmtes Risiko ein. Das heißt auch das Risiko eines Totalverlusts, wovon ich jetzt mal bei Henkel nicht ausgehe. Und ich finde, Henkel hat ein gutes Geschäftsmodell und die Firma wird es wahrscheinlich auch in langen Jahren noch geben und die werden wahrscheinlich auch bis dahin immer noch gute Dividenden ausschütten. Also bleibe ich tendenziell jetzt eher bei Henkel. Okay, dann, was mich natürlich auch interessieren würde, also ich denke mal, du siehst dich auch als Eigentümer von dem Unternehmen. Hast du denn schon mal eine Hauptversammlung besucht oder planst du auch diesen Besuch? Ja, ganz genau. Ich gehe wirklich, jedes Investment gehe ich mit der Maßgabe an, mir gehört ein Teil des Unternehmens. Also ich bin praktisch der Eigentümer oder einer der Eigentümer, man will sich ja nicht zu ernst nehmen. Auf einer Hauptversammlung war ich tatsächlich selber noch nicht. Ich wollte die letzten 2 Jahre immer mal wieder auf eine gehen, habe es zeitlich allerdings nie hingekriegt, was mir im Nachgang immer ein bisschen peinlich ist. Also ich kann das jedem nur empfehlen, mal zu gehen. Ich war letztes Jahr bei Bayer, gehe auch dieses Jahr wieder zu Bayer und Fresenius steht noch auf meinem Programm. Dann, wenn du sagst, du identifizierst dich mit dem Unternehmen, du siehst dich als einer der Eigentümer. Ist es dann für dich auch so, dass du möglichst, also mir fällt das immer auf, ich versuche immer möglichst die Produkte der Unternehmen zu benutzen, die ich auch besitze. Also ich bin aktuell in Pepsi zum Beispiel investiert und seitdem gibt es für mich nur noch Pepsi-Cola und auch da gewöhnt man sich an den Geschmack. Und auch nur noch Late Chips. Wie machst du das? Ja, tatsächlich. Also ich hab einige Unternehmen, also zum Beispiel gerade Disney, Games Workshop, da ich mich ja auch für Tabletop interessiere zum Beispiel oder für die Spiele, die auf diesem Franchise basieren. Amazon, Alphabet, klar, die Produkte benutzt mittlerweile jeder, genauso wie bei Activision Blizzard oder Take-Two, die Videospiele, die ich teilweise dann spiele. Aber dann auch nicht zwangsweise. Zum Beispiel bin ich auch Apple-Aktionär. Werde mich allerdings davor hüten, ein iPhone oder ein MacBook zu kaufen, was mit dem Preis zusammenhängt. Ja, das kann ich verstehen. Also der Preis ist natürlich sehr, sehr heiß bei Apple-Produkten. Und ob es immer das Beste am Markt ist für das, was man am Preis kriegt, darüber lässt sich natürlich auch total streiten. Dann ist natürlich die auch eine spannende Frage, was planst du als nächstes zu kaufen? Also was würdest du jetzt, wenn du 5.000 Euro hättest, wie würdest du diese 5.000 Euro anlegen? Wie würde ich 5.000 Euro jetzt anlegen? Also ich habe natürlich eine Watchlist, die ich führe, wo ich meine eigenen Zielpreise auch führe für ein bestimmtes Unternehmen und dann natürlich schaue, okay, Unternehmen, das ich jetzt gerade haben will, hat jetzt gerade den Preis erreicht, wo es für mich interessant ist. Nehmen wir mal an, ein Unternehmen wäre stark gefallen, gucke ich mir natürlich zuerst die Gründe an, warum es so stark verloren hat. Ob meine ursprüngliche Idee, als ich die Analyse gemacht habe, noch intakt ist. Und dann würde ich ein Unternehmen kaufen. Direkt ein Beispiel geben im Augenblick, boah, würde ich jetzt aus dem FF, könnte ich dir gar nicht direkt sagen, ohne ein schlechtes Gewissen zu bekommen. Weil wie gesagt, ich muss da selber immer meine gesamten Notizen wälzen.
Ja, aber das finde ich ganz gut, weil ich denke, viele machen einfach den Fehler, dass wenn sie eine gewisse Summe X haben, dass sie dann einfach direkt kaufen, ohne sich überhaupt mit den Umständen zu investieren. Also mir ist ja immer wichtig, ich möchte wissen, wo das Unternehmen Gewinne erzielt und dann natürlich auch, wo ist die Fantasie? Also die Börse lebt natürlich von Emotionen. Wo ist eigentlich die Fantasie, die mir zeigt, da kann das Unternehmen hin und wird noch tendenziell mehr Geld für uns als Aktionäre verdienen. Natürlich im nächsten Schritt, du darfst dir jetzt drei Unternehmen wünschen, die es in eine Modern Value Investing Analyse schaffen werden. Also, ich höre jetzt gespannt deinen drei Vorschlägen und würde mich freuen, wenn du mir noch kurz erzählen würdest oder uns als Zuschauer kurz erzählen würdest, wieso, weshalb, warum dich dieses Unternehmen näher interessiert. Alles klar. Also die drei Firmen, die ich mir aussuchen darf, habe ich mir einmal die Northrop Grumman Corporation ausgesucht. Ein nordamerikanischer Rüstungshersteller. Also für manche Leute bestimmt ein heißes Eisen. Die moralischen Implikationen lasse ich jetzt mal komplett außen vor. Für mich ein interessantes Unternehmen, weil wir alle kennen natürlich die Schlagkraft der US Army, insbesondere der US-Flugzeugträger. Und ich habe mich dann natürlich gefragt, wer baut diese Riesenschiffe eigentlich? Und bin dann auf die Northrop Grumman gekommen. Was dann der Grund ist, warum ich dieses Unternehmen gerne in der Analyse hätte, weil ich einfach sehe, okay, das Unternehmen arbeitet schon lange Jahre sehr erfolgreich für die US-Regierung, praktisch schon seit den 1940er Jahren. Und wird es vermutlich auch, solange die USA ein nennenswerter Machtfaktor in der Welt sind, weiter tun. Okay, und Unternehmen Nummer 2? Das wäre die Capcom Limited, also der japanische Spielehersteller. Viele werden wahrscheinlich Monster Hunter World oder Devil May Cry kennen. Das Unternehmen ist natürlich sehr stark auf dem asiatischen Markt, der, wie ich meine, in den nächsten Jahren immer noch stark wachsen wird. Momentan ist ja Activision Blizzard gerade auch hart in der Kritik, weil sie viele Mobilgames offenbar programmieren wollen, um auf diesen Markt zu kommen. Und Capcom ist einfach schon da. Okay, und Unternehmen Nummer 3, was du dir wünschen würdest, wo wir eine Analyse zu starten? Das wäre für mich die MTU Aero Engines AG, also ein deutscher Entwickler und Vertreiber für Flugzeugtriebwerk. Komponenten. Auf das Unternehmen bin ich gekommen, als ich bin auch Aktionär bei United Technologies, die mit Pratt & Whitney einen der großen Triebwerkshersteller unterhalten. Und es ist immer irgendwo was von MTU Aero Engines in den Maschinen verbaut. Okay, dann als letzten Part haben wir ja, oder habe ich ja gestern im Video gesagt, machen wir ein Community-Wikifolio, wo die gesamten Erlöse dieses Wikifolios gespendet werden. Du bist der Erste, du darfst dir, wir haben eine Summe, ich glaube, von 100.000 Euro Spielgeld. Du darfst entscheiden, wie viel von dem Spielgeld in welches Unternehmen fließt. Bitte begründe natürlich dann auch deine Entscheidung, wieso, weshalb, warum. Alles klar. Mein Wunsch für das Wikifolio ist die Disney Company. Meine Gründe dafür: Es ist ein weltweit anerkanntes Unternehmen in mehreren Geschäftsfeldern. Also wir alle kennen die großen Filmfranchises wie Marvel oder Star Wars. Natürlich auch die Geschäfte, die da dranhängen, also Fanartikel und andere Nebengeschäfte. Auch die Einnahmen aus Lizenzen natürlich sehr wichtig. Und für die Zukunft sehe ich bei Disney doch große Chancen, dass sie ihren eigenen Streamingdienst erfolgreich an den Markt bringen und dadurch Netflix doch schwere Konkurrenz machen, da Disney eben lange Jahre an Erfahrung hat und halt auch verdammt viel und sehr guten Content liefert. Ja, super, sehr schön. Dann, ja, ich hoffe, dass die Community ich hoffe, dass es unseren Zuschauern gefällt, was wir heute hier gemacht haben. Erstmal vielen herzlichen Dank an dich, lieber Peter. Ich denke, für Fragen rund um dein Depot stehst du hoffentlich auch der Community in den Kommentaren zur Verfügung, oder? Sicher gerne. Man darf meine Entscheidungen nach Lust und Laune kreuzigen, wenn es beliebt. So, ihr Lieben, das war's. Ich hoffe, niemand kommt auf die Idee, Peter zu kreuzigen. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen habt an Peter. Und wie gesagt, bewerbt euch gern unter robustindierente@gmail.com für ein eigenes Community Talk Video. Ich würde mich sehr freuen, wenn es funktioniert. Denkt immer daran, mein Name ist Philipp
Und wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt und wir werden versuchen, diesen zu finden und natürlich mit euch gemeinsam in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.